Sinkende Mitgliederzahlen, hohe Renovierungskosten und Pastorenmangel. Die katholische Kirche steckt in einer Krise und schließt vielerorts die Kirchen. Dieses Schicksal soll nun auch eine Kirche hier in Duisburg ereilen. Es soll nämlich die St. Maximilian-Kirche in Ruhrort geschlossen werden. Doch für viele dort ist sie ein Teil ihres Zuhauses und ihres Lebens. Und deswegen stellen sie sich dagegen. Die St. Maximilian-Kirche. Für die Ruhrorter ist sie ein Stück Heimat. Zudem ist sie eine der wenigen Schifferkirchen in Deutschland und daher historisch wertvoll. Doch die kleine Krise der katholischen Kirche macht auch vor ihr nicht Halt. Das Bistum Essen und die Pfarrei werden die Kirche auf lange Sicht nicht mehr ausreichend finanzieren können. Daher soll sie geschlossen oder anderweitig genutzt werden. Doch aufgeben wollen viele Ruhrorter nicht. Der Förderverein der St. Maximilian-Kirche gründete sich kurz nach dem Votum des Bistums Essen und ist entschlossen, die Kirche zu retten. 1800 Stimmen sammelten sie gegen die Schließung und hielten sie so bis 2020 auf. Der Förderverein plant, die Unterhaltungskosten der Kirche selbst aufzubringen. Hierzu veranstaltet er unter anderem Benefizkonzerte. Die Einnahmen kommen ausnahmslos dem Erhalt der Schifferkirche zugute. Was ein Förderverein alles bewirken kann, haben wir am Beispiel der Kirche St. Barbara in Röttgersbach erlebt. Hier engagierte sich der Förderverein gemeinsam mit der Gemeinde. Mit Menschenketten und weiteren Aktionen retteten sie dort die Kirche vor der Schließung und machten sie selbstständig. Genau das erhoffen sich nun auch die Mitglieder des Fördervereins für St. Maximilian zu erreichen. Und über diese Pläne, aber auch die Probleme des Fördervereins St. Maximilian wollen wir jetzt weiter sprechen. Und neben mir sitzt jetzt der Vorsitzende Michael Büttgenbach. Herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Herr Büttgenbach, die St. Maximilian-Kirche ja steht auf der Kippe. Warum muss die Schließung aufgehalten werden, Ihrer Meinung nach? Ja, Schließung ist immer ein Ende. Wir sehen das so, dass die Kirche einen großen historischen Wert hat, dass die Menschen die Kirche brauchen, dass die Kirche besucht werden soll. Da wollen wir einfach für die Kirche aufhalten, dass das einfach auch funktioniert, ja. Und die ist wahrscheinlich auch, hatten wir auch so erwähnt, Teil des Lebens da vor Ort in der Gemeinde, ne? Man muss von dem Kirchort in Duisburg, Ruhrort sprechen, das war eigentlich früher immer evangelisch. Ja, irgendwann hat sich die katholische Kirche dort gefunden und aufgebaut. Aus einer Bretterbude wurde dann eine ganz tolle St. Maximilian-Kirche, die wir heute vorfinden und ist in Ruhrort ein Bestandteil einer Lebenssituation. Und deswegen haben Sie einen Förderverein gegründet, um eben ja, die Schließung zu verhindern. Ja, zunächst erstmal ging es ja gar nicht um einen Förderverein, sondern einen Initiativkreis, den wir gegründet haben. Das war 2017 aus der Not geboren, weil wir mitsprechen wollten, mit im Votum eingreifen wollten. Das war vorher nicht ganz so der Fall. Daraus haben wir schnell festgestellt, es reicht nicht, wenn wir nur den Initiativkreis haben. Wir müssen einen Förderverein haben. Den haben wir gegründet, auch unter der Prämisse, mit der Kirche zusammenzuarbeiten. Deswegen sind wir ein kirchlich geförderter Förderverein und anerkannt. Wir haben ja gerade St. Barbara gesehen aus Röttgersbach. Die haben so ähnlich angefangen, sag ich mal. Sind die Situationen denn jetzt miteinander zu vergleichen? Bei St. Barbara hat man ja gesehen, die haben es geschafft, quasi die Kirche selbst zu betreiben. Ja, die machen eine ganz große Arbeit. Da gibt es auch den Marathonpater, ja, der wirklich alles gibt, Gemeinde voll zu machen. Das ist ja, Kirche ist ja nicht nur ein Gebäude, es muss ja auch gefüllt werden. Mhm. Ja, und das ist auch eine große Aufgabe, die wir uns auch stellen. St. Barbara macht also ganz wirklich gute Arbeit. Soweit sind wir noch nicht. Ja, wir wollen dahin und wir haben auch Ideen, wie wir also hier auch die Finanzierungen aufbereiten. Die sind also da und da wollen wir auch dran angehen. Ja. Also das Ziel wäre dann auch, die Kirche selber zu betreiben? Ja, wenn die Aufgabe liegt jetzt momentan noch im Bistum beim Bischof und der macht das, wenn das auf uns zukommt, müssen wir uns diese Aufgabe stellen. Bisher machen wir Step by Step. Zunächst erstmal jetzt St. Maximilian Gebäude, also dieses Gebäude, dass wir das übernehmen und übernommen haben und kriegen dann vom
Bistum auch die Genehmigung, ja. Ja. Der erste Schritt ist ja schon quasi 2018 erfolgt, indem man 1800 Unterschriften gesammelt hat. Hätten Sie mit so viel Unterstützung gerechnet, die gegen die Schließung sind? Wir waren völlig überrascht, dass die Leute so dafür kämpfen. Wir haben auch Muslime gehabt, die unterschrieben haben, ja, lasst eure Kirche da im Ort, und viel Unterstützung bekommen von Leuten, wo wir gar nicht mit gerechnet haben, auch aus Duisburg, Weithaus hinaus, haben gesagt, Mensch, da werden wir Mitglied, das wollen wir fördern. Ja, das war toll. Ja, und jetzt haben Sie damit geschafft, dass die Schließung ein Jahr quasi aufgehalten worden ist, aber die Finanzierung für 2020 steht noch nicht. Welche Pläne haben Sie da, das jetzt quasi das Geld reinzubekommen? Also wir haben neulich zusammengesessen im ganzen Kirchenkreis, was zu tun ist. Ne? Die Kirchen müssen sparen. Ja, es gibt dann so einen Haushalt, der wird jetzt immer enger geschnürt, und das muss ein Förderverein ausfangen können. Da sind wir mit dem Bistum im Gespräch. Das ist eine Herausforderung, ja. Zum Beispiel mit Benefizkonzerten, wie wir sie vorhaben, zum Beispiel mit pastoralen Dienst, der erweitert wird, mit Jugendarbeit. Also da ist jeder Kirchgänger, jeder Katholik auch gefragt, mit anzufassen, enger zusammenzurücken. Ja, es ist zum Beispiel das Thema Heizung. Ja, 14 Grad sollen nur noch geheizt werden. Ja, und dann sagt man sich, naja, wie schafft man das? Ja, die größte Heizung ist der Mensch selber, 37 Grad. Dann rückt man zusammen und entwickelt etwas, ja, und sagt, Mensch, jetzt gehen wir da weiter. Und senken die Kosten und schauen, dass wir mehr Menschen in die Kirchen bekommen. Ja. Ja, also meinen Sie auch so durch so Benefizkonzerte, also das hilft auch, die Finanzierung zu stemmen? Es sind Teilbereiche, ja, man muss auch gucken, Ruhrort ist eigentlich eine reiche Stadt früher gewesen. Es sind Liegenschaften in Ruhrort, die vorhanden sind, Mietwohnungen, die vorhanden sind. Und da muss man einfach dran gehen, was kann man im Ort halten an Ressourcen, was kann man in die Kirche reinstecken. Vor kurzem haben wir die Spitze runternehmen müssen, zumindest der Bischof hat das noch durchgeführt. Ja, es war durch einen Sturmschaden die Spitze in Schieflage geraten. Unser schönes Kreuz ist jetzt hinüber, ist also weggenommen worden. Ja, das gilt auch wieder aufzusetzen. Also für solche Sachen müssen wir Ressourcen frei haben. Die müssen wir auch gewinnen aus Benefizkonzerten oder aus Trägerschaften, Patenschaften, aus Firmen. Ja, wir sind eine Schifferkirche mit einem hohen historischen Wert. Ja. Ja, die einzige Schifferkirche zwischen Emmerich und Köln, die es da gibt. Ja, und das ist einfach wichtig, dass wir das erhalten, auch an diesem Schifferstandort Ruhrort. Ja, wir haben einen Hafenstadtteil und da gehört auch eine Kirche rein. Definitiv. Jetzt ist es am 20. Oktober wieder soweit. Ganz kurz, wir sind schon am Ende angelangt. Was erwartet die Besucher beim nächsten Benefizkonzert? Also wir haben einen tollen Organisten, der die Orgel rockt. Das ist der Elmar Lehnen. Ja, die Seifert-Orgel hat einen historischen Wert natürlich auch. Sie ist in Kevela gebaut worden. Sie ist nach Ruhrort gekommen. Ganz toller Mann, der Elmar Lehnen rockt diese Orgel. Und wir haben eine Sopranistin, die Martina Gard. Ihre Stimme ist geschult und ich denke, das wird ein Hochgenuss, diese Orgel und diese Sopranistin zu hören. Es werden Stücke gespielt von Händel, Bach und Schubert, um mal so ein bisschen raus zu plaudern. Ich freue mich sehr stark und ich darf jeden Einzelnen einladen, dabei zu sein, zu kommen, die Kirche zu füllen. Wir hatten das neulich bei Orgel rockt. Da war die Kirche bis auf den letzten Platz ausgesessen oder verkauft. Ja, es war so, sind auch Leute da gestanden, und das erwarten wir eigentlich am Sonntag wieder. Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg dafür und vielen Dank für das Gespräch, Herr Wittgenbach. Danke Ihnen auch.